Hallo Hirs, sind wir in meiner Küche, gerade beim Frühstücken, so sei. Okay, zu deine Fans was sagen? Ja. Jetzt stell mal Küche vor, einer von den wichtigsten Sachen. Also mein Lieblingskaffeetasse ist die vom Rogi Chagidi. Ich mag den richtig, ich mag seinen Kanal und so. Ich als Person hätte ihn gerne mal persönlich getroffen. In Rogucic Ideen, so krasse Idee gehabt das Jahr. Da war Kung Fu. Kung Fu für das Lifestyle-T-Shirt. Wir wollten eigentlich Teehemd. Wir wollten eigentlich meinen Geburtstag feiern, ich, Rocky und Rocco und so weiter. Und wollten das dann ausstrahlen in drei, vier Kanäle. Und da wollte ein Riesen, weil ich habe eine richtig gute Zahl das Jahr, über 40. Das ist das schwäbische Alter, wo man dann weise wird, erfahren. Also, und da hätte ich echt weise wird, und da hätte ich echt gefeiert, wenn wir das zusammen gefeiert hätten. Ihr und Rocky und Rocco und vielleicht Francesco und so weiter. Wäre richtig nice gewesen. So, und ja, jetzt Rocky will mir nichts drehen und so. Und ich bin echt traurig über das. Es war so eine komische Entwicklung. Der hat mir auf einmal nicht mehr geantwortet. Wo der denkt, was ist denn los? Und der Rocco, den habe ich ja persönlich getroffen. Ich hoffe, er hat mich nicht verschwätzt. Rocky. Also der Rocky hat mir nicht mehr geantwortet. Und der Rocco habe ich dann getroffen. Und der Rocco hat dann gesagt, ja, der Rocky, der denkt, dass die viele Dislikes von mir kommen. Ich habe aber nie aufgerufen, Dislikes zu geben. Und so viele Kanäle habe ich nicht. Ich habe auch nicht die Zeit, das zu machen. Und von daher, ich hab auch keinen Gewinn, Dislikes zu geben. Ich habe eher Gewinn, wenn ich mit dem Rocky zusammen geschafft. Und von daher, ich weiß nicht, wo das kommt. Und ich habe damit nichts zu tun. Und da war halt so, erstmal, weil der Rocky mir nicht mehr geantwortet hat. Und der Sunshine hat so ein bisschen Video gegen Rocky gemacht und dann ja was Blödes geschrieben, was nicht so gemeint war. Auf jeden Fall nicht böse gemeint, obwohl es ein bisschen blöd formuliert war. Und das hat dann der Rocky extra nochmal zum Anlass genommen, mit mir erst recht nichts mehr zum Tor haben wollen. Und ich finde es schade, weil ich mag Rocky. Ich halte die Kaffeetasse auch in Ehre von ihm, obwohl die keinen Henkel hat. Und er wollte mir unbedingt noch eine schicken mit Henkel. Die hat er immer noch nicht geschickt. Obwohl er gesagt hat, er wäre auf der Post unterwegs zu mir, vielleicht hat er die Adresse verschrieben oder hat sie doch nicht weggeschickt, keine Ahnung. Jetzt kommen wir zu meiner Küche. Kaffee am Start. Mixer pro jeder Bodybuilding-Haushalt. Für Proteine. Toaster, auch ein bisschen historisch, gefällt mir sehr gut. Dann da habe ich nochmal Proteinpulver standen, aber den Monat gibt es das nicht, weil ich habe zu viel Ausgabe, dass ich das erst mir im Februar wieder kaufe. Dann halt auch Mixer für unterwegs. So, Best Body und schon weiter. Dann ich trinke gern Tee, trinke sogar noch lieber mehr Tee mit Kaffee. Minze, Ingwer. Vom Lidl, das habe ich vom Asia-Shop, grüner Tee und weißer Lotus. Und das hat mir meine Frau aus China geschenkt. Ja, auch ein grüner Tee. So. Dann habe ich Vogelfutter, das im Frühling rausschmeißt zu den Vögeln. Vielleicht baue ich mir ein Vogelhaus da oder kaufe mir ein Vogelhaus. Da ein paar alte Cesares und Bildegel drin. Ja. Der nice Vogelfutter. Dann habe ich so viele Bierkrüge. Dabei habe ich immer meine Proteinshakes draus trinke. Jetzt trinke ich kaum Alkohol. Das ist so ein Kelch aus dem Mittelalter, ist ziemlich wertvoll. Da kann man auch einen guten Rotwein raus trinken. Den Adler. Altdeutscher Bierkrug mit schön bemalt und so. Adler der Freiheit, den es ja in vielen Kulturen gibt.
Aber altrömische Reich hat es den Adler gegeben als Freiheitssymbol. Gefällt mir richtig, wie der gemalt ist. Vielleicht hat er mal einen Ehrengast, der da aus dem Kelch trinken kann, darf. Das ist echt mit Liebe gemacht. Wenn man denkt, mal die oldsten Dinger, das sind sie alles mit Hand gemacht und mit Hand bemalt. Auch der Schnapper von der Bierkrug bis ins Detail. Ich bin echt froh, also stolz und ehrt mich, dass ich den Krug kann. Also Bierkrug hat ja von meinen Großeltern so. Dann, wenn man da aufmacht, Kaffeetasse, Gläser, ja gut, Weihe, Schnapsgläser, oben sind Kaffeetasse, Gläser. Ja. Einmal in der Woche trinken wir ein Bier, das ist immer samstags. Gut, gestern habe ich auch Bier getrunken, wegen meinen 1000 Abonnenten. Ja. Da habe ich echt drüber gefreut, das war echt nice. Ja. Und auf Feier des Tages habe ich Bier getrunken, ja, 1400 Abonnenten, jetzt sind es wieder 1300 Abonnenten. Und ja, habe mich echt drüber gefreut. Da habe ich zwei Bier drauf getrunken, war echt nice. So, dann halt, ich kenne viele chinesische Gerichte so, im Kopf, aus dem Kopf, wo ich kochen kann. Aber man lernt nie aus und da habe ich noch ein Buch, wo man extra immer noch sich leckere Gerichte rausholen kann zum Kochen, ja. Zum Backen. Vom Lidl habe ich das vegetarisch Kochbuch. Ich bin jetzt kein Vegetarier, aber ich esse hin und wieder mal gern vegetarisch. Ja. Dann Mom's Kitchen. Ist zwar Aufdruck, aber gefällt so die gemalten Bilder. Das ist echt schön. Da ist mir der Zucker drin, das ist ein altchinesischer Dösle. Dann Nutella, SR-Gäre, wie Ronny Ruckel. Dann habe ich da Schwarzbrot, Vollkornbrot, das aber auch wieder ausgeht. Das hat die beste Kohlenhydrate. Ja. Dann habe ich vietnamesisches Fladerbrot. Aus Taiwan habe ich so auch Leckereien, die ich bald angreife. Also ich persönlich koche nur chinesisch. Dann habe ich Ingwernudler aus Thailand. Nochmal thailändische Nudler. Also wir wollen mal oft zusammen kochen. Dann Haferflocken, was ich gerne zum Frühstück esse. Der Kaffeefilter sind gerade aus dem Säusel, sind wir so offen rum, weil ich habe im Thomas Lorenz habe ich ein T-Shirt geschenkt, habe es mir der Post weggeschickt, der hat es mir wieder zurückgeschickt, weil er es auf einmal nicht mehr Welle hat. Und dann habe ich ein Paket gehabt und ich wollte es ihm wieder schicken, weil er hat ja das T-Shirt designt mit mir und hat eigentlich die Hauptarbeit gehabt am Computer und dann habe ich es halt ihm nochmal geschickt und dann habe ich halt keinen Karte gehabt, dann eine Karte von den Kaffeefilter genommen. So verkratzt, immer so auf die Fäße. Also, Eier, das haben wir jetzt auch vergessen. Fast. Da ist mein Geschirr drin, hauptsächlich chinesisches Geschirr. Ja. Da für Teezeremonie, da kann man auch Flammenwein draus trinken. Da unter europäisches Geschirr, oben chinesisches Geschirr. So ist auch mein Besteckkasten. So. Essstäbler, asiatische, ja, chinesische, das sind japanische, chinesische, dann europäisches Besteck, dann chinesische Löffel, und hinten ist Kuchen, Besteck und grüne Löffel. Super für leckere Pizza. Gut Fleischsuppe zubereitet, die habe ich beim Lidl gekauft. Flaschenöffner. Ja. So, das sind meine Großeltern, das ist mein väterlicherseits, sind die Eltern von meinem Vater. Das ist meine deutsche Oma. Das ist mein Großvater, der halb chinesisch ist, halb deutsch war. Ja.
Und der sieht dem Funk-Hack sehr ähnlich. Als Funk-Hack er älterer ist, der hat fast das gleiche Gesicht wie mein Großvater. Funk-Hack, der war Hongkong-Kung-Fu-Star, aber meistens immer eine Nebenrolle oder hat einmal einen Bösewicht gespielt. Aber hier, immerhin hat er in Hongkong-Film mitgespielt, der Funk-Hack. Ja. Und da sieht man schon, ja, gravierende Ähnlichkeit, sehr gravierende Ähnlichkeit. So. Dann haben wir als den Spiegeleisen, wie sie 1800, Tobak 1870, 1880 biegelt haben, haben sie Kohle reingeleert. Ist trotzdem irgendwo Hightech, aber auch urig. Ja, Holzgriff, so ist Metall. So, oh, mal zumachen. Als Deutsch Trinkhorn, wie die Wikinger, Heider, Germanen früher getrunken haben, haben sie ihren Met draus getrunken, ihren Honigwein. Ich trinke immer mein Walzerbier draus. Ja, da Gewächsblumen, Katzengras, wo wieder gedeiht. Das Katz wieder was zum Festbrot hat. Hulwig-Tee, Wasser. Wasser, da ist der Frusis Wata und Mineralwasser. Minerala Dava. Da war ein Kühlschrank. Da ist eine Soße drin. Ja, japanisch. Kraut, dann Soße, dann Soja. Ja. Und mein Fleisch damit würz. Habe ich da am Samstag trinken wir Bier, trinken halt immer gern asiatisch Bier, da haben wir das chinesische Tsingtao Bier. Dann haben wir auch thailändisches Bier. Ja. Das Chang. So. Wow. Dann halt Gemüse. Was auch wichtig ist, ja. Viele Bodybuilder gehen auf Protein und Kohlenhydrate, das ist zwar auch wichtig, aber Vitamine sind auch sehr wichtig für einen Bodybuilder, für Muskelaufbau. Ja, hier haben wir chinesische Sprosse. Ich esse eigentlich hauptsächlich nur fernost asiatisch, weil da ist immer alles drin. Da ist Kohlenhydrate, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe und auch Chili ist am Start. Die sind gemeingefährlich. Ich liebe es, wenn es scharf ist. Wie gesagt, auch von Bodybuilder sind Vitamine wichtig. Yuji-Saft, Mango-Saft, Kokosnussmilch, Aloe Vera-Saft, auch sehr gut für die Haut. Also Vitamine sind sehr wichtig für Bodybuilder und Fitnesssportler. Da haben wir die Karotte, Brokkoli, lauter Vitamine, Ingwer, wieder Peperoni, so, oh, meine Kniescheibe, so. Kommt zum Spülbecken, ich habe sie immer wieder direkt ins Geschirr am Start. Ein bisschen Zeit, oder? Findet ihr das nicht? Machen wir alles, machen wir zu. Bisschen besser, he? So Spielmittel, ja, gelber Sack, Tragtasche zum Einkaufen, so zum Kochen, sehr kulturell alles hingerichtet. Hier haben wir Mao Zedong, Ernesto Che Guevara, das sind die Vorbilder vom, also meine Frau mag den, meine Tochter mag mehr. Dann ist der Che Guevara. Ich finde beide okay, haben sie beide an der Wand. Dann haben wir Bonsai, als wir mit Karate angefangen haben. Und ich war so von dem Karate-Kit begeistert damals. Da hat meine Mutter mir das gemalt, den Bonsai. Und da habe ich eine Uhr, die hat meine Schwester geschenkt. So eine italienische Uhr, die mir sehr gut gefällt. Die passt ganz gut in die Küche, weil ich ja so ein Kaffee-Fan bin. Und vor allem das Zitat bei der ersten Runde falsch gesagt, aber ich möchte es nochmal richtig sagen. Und Bruce Lee hat auch recht mit seiner Philosophie, mit seinen Gedanken. Weil überall findest du was Schlechtes und Gutes. Und Bruce Lee hat gesagt, schneid weg, was dir nicht nutzt. Nutze, nehme das an, was dir nutzt. Ja? Und er hat verschiedene Stile zusammengebracht und das kannst du nicht nur auf Kampfstile übersetzen, sondern auf Politik. Ja.
Und zum Beispiel Kommunismus ist eine Sache, die jetzt nicht positiv-negativ ist, das kommt darauf an, was man daraus macht. Karl Marx, Friedrich Engels war Theoretiker. Ja? Lenin war eine positive Figur, finde ich. Leo Trotzki, der war ein offener, guter Mensch. Der was Positives gemacht, positiv Gedanken gehabt, hat aber auch dumme Gedanken gehabt. Aber zum Beispiel, er hat zum Beispiel die Vorgedanken gehabt vom Verein der Europa. Ja? Und der Gedanke war schon ziemlich dumm, finde ich, weil das ist das, was wir jetzt sehen. Und ich finde, Europa der Nationen gefällt mir jetzt besser, weil das auch ein großer Kulturvernichter ist, so finde ich jetzt. Stalin war schlecht, Josef Stalin war schlecht, Nikita Khrushchev war schlecht, weil die auch Vernichtungslagerketten, Kriege und so weiter. Fand er übel. Und aber Mao Zedong war eine positive Figur, Ernesto Che Guevara war eine positive Figur, Fidel Castro, der hat viel Gutes gemacht, hat in Kuba guckt, dass die Kinder alle in die Schule gehen, dass die was lernen, dass die Leute krankenversichert sind, aber hat auch seine negative Seite gehabt. Und ist aber ein Thema, wo man viele Aspekte und Ansichten gibt und man kann eigentlich da endlos drüber schwätzen. Dann habe ich, was ein bisschen gegen das Ding ist, Schwarzenegger wird Gouverneur, jetzt ein bisschen was kapitalistisch, aber das war damals halt für mich eine große Ehre, dass er als Germane, als Österreicher, der Gouverneur quasi wird. Dann haben wir wieder Mao Zedong, ja. Und eigentlich ist das die Kiwi-Rundtour schon wieder zu Ende. Ja, ich glaube, ich habe das mal nichts vergessen. Ach so, ja, doch, mir was vergessen. Oh, hab mir was vergessen. Ja, ein Jahresvorrat Reis. Ja. Gucken wir mal. Das sind 60 Päckle. Oh. Okay, jetzt sind es 59. 60 Päckle Reis. 60 Päckle Reis. Und wenn der Reis nicht nass ist, dann hält er ewig, wenn er trocken ist. Und der ist ja luftdicht eingeschweißt und dann noch das dazu. Ja. Und unten hat Katze ihr Essen. Man kann quasi sagen, ich bin ein Reisfresser. Ja. Ja, du hast ein Fleisch zubereitet. Mein Gemüse schneiden. Ja. Da können wir öfters mal zusammen kochen und ihr könnt mir zugucken, wie ich das und selbst vorbereitet. Ja. Könnt ein paar leckere Gerichte von mir lernen, das bringt eigentlich im Kampfkunstsport und im Fitness-Bodybuilding-Bereich auf alle Fälle eigentlich weiter. Zu Rocco, ich hoffe, du tust den Livestream, wo wir zwei gemacht haben, wieder online stellen. Wenn mich Leute beleidigt, ist mir egal. Aber mir ist das halt nicht egal, weil es war von meinem ersten Livestream, das erste Mal, wo ich mit dir was gemacht habe. Ich bin halt sehr sentimental und mir hat es halt gefreut, wie wir das zusammen gemacht haben. Vielleicht kannst du das wieder online stellen. Ist mir eine große Ehre, dass ich überhaupt in deinem Kanal mal auftreten kann. Ja, alles klar, Freunde. Bis dann. Zeit sehen. Adios, amigo. Arrivederci. Dos mit Daniel.